Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was habe ich denn da gerade gehört? Ach, das ist die Tür. Ich bin schon erschrocken. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA. Ja, Let's Play GTA San Andreas. Blut. Let's Play GTA San Andreas. 4 spielen wir natürlich. Wir haben alle Angst, wir gruseln uns und ich glaube, ich muss hier runter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, von wo ich gekommen bin. Aber ich glaube, ich bin von da gekommen. Ich springe mal hier rein. Ah, sehr gut. Paxton's fatal signal has vanished again. Okay, sein Signal ist wieder mal weg. Armacom technical advisor suggests the problem may be the result of damage to transmitter sustained during combat. Okay, der Transmitter könnte wohl kaputt oder beschädigt worden sein bei dem Kampf. It is now believed that Armacom engineer Norton blum, sabotaging the fear mission. Okay, Norton Mapes, das müsste dieser Dicke sein, der sabotiert unsere 4-Mission. Das ist der, der immer wegrennt und sowas. Primäre Ziel ist weiterhin, diesen Vettel zu finden. Und das sekundäre Ziel ist halt, diesen dicken Norton Mapes da irgendwie zu behindern oder zu fangen oder wie auch immer, dass er halt aufhört, uns zu ärgern. So. Schauen wir mal, wo es weitergeht, was es so gibt. Oh, oh, oh! Oh. Geil, kann ich die jetzt mitnehmen? Nee? Ich dachte jetzt schon, ich hätte eine neue Waffe, die mal richtig abgeht. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Okay, hier haben wir nur viel Blut. Ohne dabei eine Leiche zu finden. Hier ist aber auch nichts oben drüber. Wo ist die denn hin, die Leiche? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Hier geht's nicht lang, also müssen wir hier runter. Ja, also den Dicken, den möchte ich echt treffen, weil mit dem habe ich selber noch ein Hühnchen zu rupfen. Das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack. Dass der Typ hier irgendwelche Waffen aktiviert und ich will da rein, da gibt's Spritzen. Ich mag Spritzen. Es war nicht meine Schuld. Ich mag Spritzen, wollte ich sagen. Auch solche komischen Halluzinationen finde ich ganz sexy. Okay, hier gibt's erstmal nichts. Das ist hier ein leerer Raum. Gibt's hier die Spritze? Hier gibt's die Spritze, oder? Aber ich will erstmal wissen. Ich will erstmal wissen, was es hier noch so gibt, weil hier gibt es nämlich auch eine Spritze und die ist ja viel, viel wichtiger, die Spritze, weil da bekommen wir mehr Lebensenergie. Und wenn ich mir aussuchen muss, was für eine Spritze ich haben will, Lebensenergie oder eben Bullet Time, dann nehme ich natürlich die Lebensenergie. Und wir brauchen kein neues Medikit, weil wir schon 10 haben. Wir hören mal, was es so gibt. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Genevieve Aristide. Ian, können Sie mir Kopien des Materials Ihrer Arbeitsgruppe über Origin-Anomalien schicken? Harlan sollte mich täglich informieren, aber der scheint alle Hände voll mit seinem Privatkrieg zu tun zu haben. Hoffentlich versprüht er nicht allzu viel Gift bei den Leuten. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was dem Team zugestoßen ist, aber das bringt die Leute nicht zurück. Und jetzt ist auch nicht die Zeit für Schuldzuweisungen. Wir müssen als Team arbeiten, um die Krise zu bewältigen. Vielen Dank. Ende der Nachrichten. Vielen Dank. Bitte. Sehr gerne geschehen, sehr gerne geschehen, sehr gerne gemacht. Sehr gerne gemacht, geschehen, wie auch immer. So, dann wollen wir mal weitergehen. Und dann müssten wir jetzt hier auch direkt die nächste Spritze finden für unsere Bullet Time. Schön, dass hier das Licht angeht. Okay, jetzt geht's wieder aus. War das hier nicht irgendwo? Medikit, schon wieder Medi... Okay. Kurz den Rücken frei halten. Na, hier kann nichts kommen. Redet er jetzt mit mir? Ist es wieder eine Halluzination oder steht er diesmal wirklich da? Sie schon wieder. Sie wollten ihre Sünden begraben und pflanzten stattdessen die Saat ihrer Vernichtung. Es wird Krieg geben. Ich sehe es in meinen Träumen. Feuer, das die Erde verschlingt. Tote auf den Straßen. Städte zerfallen zu Staub. Vergeltung. Okay, es könnte natürlich auch sein, dass es so eine Mischung ist zwischen Halluzination und der ist wirklich anwesend. Ich weiß es nicht, ob das nicht einfach mal... Ja, genau, in dem Moment geht das Licht aus. Perfekt. Ich weiß nicht, ob der Typ halt irgendwelche tollen Kräfte hat. So, ne? Kopfmäßig. Ich von wegen... teleportiere mich mal von A nach B. Das könnte ja sein. Egal. Die Tür ist gerade auf und zu gegangen, obwohl ich nicht dran war. Ich habe ein bisschen Angst. Hä, wo ist denn jetzt dieses komische Spritzending? Ah, hier. Wusste ich's doch, dass ich was gesehen hatte. Ja, mir kommt irgendwie vor, als wenn heute die Taschenlampe kürzer halten würde. Geht die langsam kaputt? Haben sie mir etwa vorm Einsatz minderwertige Ware gegeben? Die hätten mich mal toller ausstatten sollen. Lange keinen Gegner mehr gehabt.
Okay. Ziemlich leer und ruhig. Ich weiß nicht, ob das die Ruhe vom Sturm ist und ob es jetzt hier direkt wieder crazy, crazy, daisy abgeht. Oh. Ich wusste nicht. Als wenn ich es geahnt hätte. Als wenn ich es geahnt hätte. Es geht wieder crazy, crazy, daisy ab. Schauen wir mal, was diesmal passiert. Wenigstens keine komischen schwarzen. Wenigstens. Mir war nicht klar. Die Toten bleiben tot. Sag bloß, wie bin ich denn hierher gekommen? Komme ich von da hinten? Ich bin gerade verunsichert. Aber als wenn ich es geahnt hätte, ist nichts passiert, viel Ruhe und dann kommt wieder so eine Action. Okay. Sind wir denn in irgendwelchen Heizungskellern drin oder was? Hier war doch gerade ein Schatten, oder? Komischer Raum. Okay. Irgendeine Spur von Hives? Nein, wir haben die Party wohl verpasst. Er ist hier! Wenn die Typen da vom ATC normal reden, dann bin ich mir immer nicht sicher, ob das jetzt Gegner sind, die ich abschießen muss, wie das gerade eben der Fall war. Oder ob das eben welche von meinen Leuten sind, die ich nur gerade wieder finde und die durch die Gegend streifen. Ach, es sind noch mehr, oder was? Hab ich noch. Ich brauche Hilfe! Verdammt, ich habe keine Bomben mehr. Ich habe nur noch. Habe ich nur noch Minen? Oh, fuck. Na, die Minen, die bringen mir nicht so viel. War's das? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass diese ATC-Typen deutlich einfacher sind als die komischen Soldaten. Und das, obwohl die später erst im Spiel vorkommen. Eigentlich ist ja immer so, dass die Gegner, die später im Spiel kommen, dass die schwieriger werden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sich hier leichter abschießen lassen. Keine Ahnung. Soll mich aber ehrlich gesagt. Ah, schon wieder eine kaputte, sehr gut. Soll mich aber ehrlich gesagt erstmal nicht so stören. Ich bin eh mehr damit beschäftigt, nicht so sehr zu erschrecken, wenn wieder Er ist hier irgendwelche drüben. hässliche Sachen kommen. Sind sie auch wieder zu dritt oder was? Oh, da hat wohl jemand wieder eine Granate ins Leere geworfen. Also diese Intelligenz der Granatenwerfen-Dingens, da hätten sie echt verbessern können. Ich bin gespannt, falls wir irgendwann mal 4-2 spielen. Also ja. Wenn wir irgendwann mal 4-2 spielen, ob das dann besser ist. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich privat schon mal 4-2 gespielt habe. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich 4 zweimal durchgespielt habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich schon die Erweiterung gespielt habe. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich die durchgespielt habe. Aber ob ich 4-2 gespielt habe, weiß ich gerade irgendwie nicht so. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, dann spielen wir halt mal ein Spiel blind. Ah, wieder ein Alienware-Laptop. Stellen Sie sich vor, vor einigen Wochen hat ATC die Origin-Anlage wieder geöffnet. Sie wollten da aufräumen und das Programm wieder aufnehmen. Aber der Kontakt zu allen, die reingehen, wurde abgebrochen. Also haben Sie einfach wieder abgeschlossen. Ich habe keine volle Energie. Hier war doch irgendwo ein Medikit. Haben wir so einfach alle drinnen verrotten lassen? Was sind das für Schufte? Die eigenen Leute nicht mehr rausholen? Würde ich nicht machen. Wenn ich irgendwas zu sagen hätte, Einsatzkommando, bam, 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 dann würde ich natürlich alles besser machen. Wie war denn nochmal Medikit denn? Bin ich dumm? Z. So. Gut. Gut, gut, gut. Also ich muss sagen, ich bin echt erstaunt, wie gut wir hier durchkommen durch das Spiel. Fünfmal sind wir gestorben, ich habe es gemerkt. Zehnmal wurde verlangt von einem. Mal gucken, ob ich das einhalten kann. Und das, obwohl wir hier auf dem zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad von, ich glaube, vier Stück spielen. Ah, die kämpfen wieder gegeneinander. Ich glaube, da können wir eh nicht durchschießen. Außerdem sollen die sich erstmal dezimieren, dann wird es umso einfacher für mich. Also holen wir uns erstmal hier aus der Vorratskammer Munition, Energie. Gibt es hier nicht wieder so ein Ding, mit dem ich schießen kann? Nicht so aus, ne? Schade, ich dachte, ich kann wieder ein bisschen rumballern. Okay, wollen wir uns das Schauspiel mal angucken oder was? Momentan scheinen wir 2 gegen 2 zu sein, oder? 2, 2. Ja, genau. Ja. Er ist hier drüben! Ja, schön, dass du mich siehst. Hallo, schieß doch mal auf die anderen. Du weißt doch, dass das hier ein schusssicheres Glas ist. Du kannst mich doch eh nicht treffen und ich dich auch nicht. Schieß auf die anderen, habe ich gesagt. Bewegung! Ach, jetzt gehen sie wohl alle beide auf mich los. Naja, gut, dann müssen wir das halt so klären. Richtig geil, oder? Ja, du solltest dich mal um die anderen kümmern. Die schießen dir sonst in den Rücken.
Ne? Ist natürlich wieder zu viel Staub und. Scheiße. So. Ich glaube, einer ist es noch, oder? Haben sie den mittlerweile erschossen? Nee, da ist er. Oh nein, er ist noch so ein Fetter. Das ist ja richtig assi. Na, wir werden hier einfach mal die Bullet Time ausnutzen und so lange auf ihn einballern, bis die alle ist. Und dann bin ich gerade am Überlegen, ob ich doch mal eine Bombe werfe. Ja, er kommt gerade hergelaufen. Und dann direkt noch einer. So. Jetzt müsste er eigentlich weg sein, oder? Hat das gereicht? Ja. Optimal. Jetzt den noch und zack und ja, schon haben wir es geschafft. Also wie gesagt, mit ein bisschen Deckung, mit ein bisschen Taktik sind dann auch die schweren Dinger nicht die schwersten Gegner. Beim ersten Mal, als ich auf ihn getroffen bin, auf so einen dicken Kameraden hier, war ich halt etwas überrascht und naja, da lief es dann halt ein bisschen anders. Aber jetzt, bisher waren sie keine Probleme mehr. Ziemliches Gemetzel hier, oder? Wenn ich das so sehe. ATC und Soldaten. Bestimmt können wir wieder nicht mit dem Fahrstuhl fahren, lasst mich raten. Offline, okay. Ach, keine Ahnung, das Spiel macht mir einfach so immensen Spaß. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich kann es jedem nur empfehlen. Nachdem ihr euch das hier durchgeschaut habt bei mir, dürft ihr es gerne nochmal privat spielen. Checkpoint! Jetzt kommt wieder crazy Musik. Offenbar wieder zum Verwaltungsgebäude. Sie müssen sie vor ihm finden. Vielleicht kann sie uns sagen, worauf Vettel es abgesehen hat. Locate Alice Wade. Dann werden wir die mal suchen, die liebe Alice. Ich glaube, wenn solche Musik kommt, sind die nächsten Gegner nicht weit, sage ich doch. Ich würde halt gerne so runterspringen, dass ich in die Ecke komme, ohne dass die mich sehen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Doch, es hat funktioniert. So, ducken, bam, 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 rauslehnen. Fuck, daneben geschossen, das war natürlich richtig blöd. Oh nein. Wie gesagt, der erste Schuss, wenn die Gegner nicht darauf vorbereitet sind, ist immer tödlich. Aber das hat in dem Fall nicht funktioniert, weil ich daneben geschossen habe. Das war sehr blöd. Nicht nachladen. Was? Munition alle oder was? Okay, dann nehmen wir die jetzt. Nee, ich meine die hier. So, wo sind sie denn? Er hat gerade eine Granate geworfen. Oder sind es einfach nur meine Kugeln, die da runtergefallen sind? Ich glaube, oder? So, no way! Ah, kann ich die von hier schießen? Sehr gut! Na, da hole ich sie doch gern runter, also. Wenn das so gechillt hier funktioniert. Hä? Wer schießt denn hier auf mich? Ich bin doch gerade total pervers getroffen worden, oder? Ist hier unten noch jemand? So, der ist tot, aber ich glaube, da muss noch einer sein, der mich getroffen hat. Kann ich hier raus? Muss ich hier raus? Ich weiß es nicht, aber ich gehe erstmal in die Richtung. Erstens Munition einsammeln und man weiß ja nie, vielleicht findet man ja noch ein Medikit, weil wie gesagt, ich muss mal eins nehmen, ich habe nicht mehr so viel Energie. Ich denke, da runter müssen wir eh noch. Das werden wir aber auch so noch schaffen. Da haben wir erstmal ein Medikit, sehr gut. So, gibt es noch irgendwas? Nein. Zumindest haben wir dieses Mal ja viel Munition, wenn wir unten rechts mal schauen. 45 im Magazin und 388 noch übrig. Da werden wir zumindest... Ah, Granaten. Da werden wir zumindest nicht so schnell out of money gehen. Ah, sehr geil. Jetzt können wir auch wieder mit der Waffe schießen. Na, nicht mit der hier. Was, nur 25 Schuss? Sonst hat er mal noch immer insgesamt 75 bekommen, oder? 25 im Magazin und 50 extra. Das gefällt mir aber jetzt nicht so. Aha, das war jetzt eine sehr ausführliche Nachricht, die der uns drauf gesprochen hat. Gehen wir mal weiter. Gibt's hier noch irgendwas? Sieht aus wie ein leeres Büro. Ach, hier lag eine Waffe. Handfeuerwaffe, wer kennt's nicht? Die 9mm immer griffbereit auf dem Schreibtisch liegen. So. Oh, wird gleich wieder Granaten geworfen oder was? Okay, einer down. Nächste down, aber ich gehe mal davon aus, sind mindestens drei, oder? Naja, ich gehe erstmal hier rein.
Medikit, sehr gut. Da habe ich immer noch keine. Ich habe immer noch keine volle Energie. Was ist denn da los? Und davon habe ich vollen Schuss oder was, ja. Naja. Naja, egal, gehen wir weiter. Oh, das war jetzt natürlich dumm. Also wenn man natürlich weiß, dass es rechts weitergeht, sollte man nicht so um die Ecke gehen. Sondern sollte man es vielleicht eher taktisch schlau machen und so um die Ecke schauen. Aber ich hatte Glück, es waren wirklich keine weiteren Soldaten im Umlauf. Aber hier sind wieder böse Fahrstühle. Und wer die letzten Folgen gesehen hat, der wird wissen, dass die Fahrstühle ganz schlechte Überraschungen offen halten können. Wenn man Pech hat und da gerade welche rauskommen. Oh, der hat eine Schrotflinte. Oh nein, da ist wieder so ein Typ. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, fuck, fuck, fuck. Gut, wir haben jetzt ein paar Granaten, glaube ich. Dann können wir das damit klären. Die können wir zum Beispiel erstmal werfen. Wobei, eigentlich können wir auch erstmal diese Mine werfen, weil da läuft ja eh rein. Oh, Idiot, das ist ja so eine Granate, die man, wo man draufdrücken muss, damit die explodiert. Oh, ich bin dumm, ey. Ich hätte direkt draufdrücken müssen. Jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut. Weil jetzt kommt er nicht mehr her. Jetzt weiß er ja, dass sie da liegt. Oh, fuck. Na, explodier die mal. Ja, explodier die mal und lass die mal wieder herkommen. Ich hoffe zumindest. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt werfen wir nämlich einfach mal die hier ab und lassen ihn reinlaufen. So. Während er sich hier noch fängt. Oh, fuck, er hat uns getroffen. Was? Schon wieder Schuss, Alter? Nee, also die Waffe will ich trotzdem nicht für den verwenden, auch wenn der jetzt ein bisschen knackiger ist, der Typ. Ach, wir haben ja noch eine Granate. Geil, wie er einfach stehen bleibt und nicht mal schießt. Was ist denn da los? So. Bam, 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 bam. Immer schön in den Kopf. Das war's. Ja. Wie man sieht, gewusst wie, und die sind gar nicht so schwer. Der hat wieder diese schöne Munition, das gefällt mir. Also diese, von dieser Nagelpistole, weil die haben immer diese Nagelpistolen. Okay, okay, okay. Ach, hier liegt noch ein bisschen Schutz rum. Habe ich auch nichts dagegen. Und hier haben wir wieder die mit Zielfernrohr. Da bin ich gerade am überlegen, ob ich die wechsle. Ich meine, wir haben jetzt nur 10 Schuss von der Waffe. Das lohnt echt nicht. Dann nehmen wir lieber die hier. Vielleicht finden wir da ja auch noch mehr. Ah, jetzt kommen wir also hier raus. Wir hätten, glaube ich, aber trotzdem direkt hier durchgehen können und uns. Ah, fuck. Und hätten uns dann halt diesen komischen Umweg da sparen können. Aber ich denke, insgesamt ist es schon ganz okay. Jetzt weiß ich auch, warum der eine Typ mich so gut getroffen hat, weil er ebenfalls diese Zielwaffe hatte. So tot? Ja. Gibt's noch mehr? Sieht nicht so aus, oder? Wir haben alle erwischt. Okay, dann können wir mal weiter. Also ich bin echt gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ich kann das nicht mehr einschätzen. Ich bin zwar, wie gesagt, schon zweimal durch gewesen, aber ich weiß es nicht mehr, wie lange das geht. Aber so ein Shooter geht ja meistens nicht so lange. Also ich denke, wir sind... Oh, fuck. Sind auf jeden Fall schon relativ weit. Kommt mir das so vor, oder sind die Schüsse heute einfach total leise? Ich bin gerade am überlegen, ob ich mal den Optionen die Schüsse etwas lauter mache. Sound Effects. So, mal gucken. Immer noch ziemlich leise. Also ich mach mal die Schüsse noch ein Stück lauter. So, das müsste aber reichen. Wollen wir nicht übertreiben. Ich meine, die Schüsse sind eh nicht ganz so wichtig. Hauptsache, die Musik ist jetzt schön laut und ihr könnt alle die Atmosphäre mitbekommen. So, dann schauen wir mal. Oh, oh nein, da kommt wieder so einer. Dann können wir aber jetzt definitiv die Waffe hier benutzen. Okay, aber wir können nicht so lange zielen, weil der Dingens da ist echt heavy. So. Aber der ist schon fast tot, oder? Fuck. Muss bald mal tot sein, hallo. Wen braucht er denn? Wir haben noch 3 Schuss, muss aber reichen. Oh nein, ich habe glaube ich einen Schuss verschwendet, oder? Naja, was soll's. Wir haben ja noch 10. Dann nehmen wir mal wieder die Waffe auf die Distanz. Was ist das hier? Eine Flasche? Ist das eine Flasche? Sieht fast so aus. Wo kommen die denn her? Oder ist das einfach nur ein Stück Metall von dem
Riesen-Roboter-Anzug, wie auch immer, wahrscheinlich. So. Wie viel Schuss haben wir von der? 30, 21. Naja, aber die ist halt schon mächtiger, oder? Ich guck mal, wie viel Schuss wir bekommen. 75, na dann behalten wir die, würde ich sagen. 75 Schuss ist auf jeden Fall das, was ich brauche, was ich will, was ich suche, was ich bin. Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich bin gerade ein bisschen sehr, sehr schlampig gewesen. Deswegen haben wir jetzt auch nicht mehr volle Schuss und ich sehe den Typ nicht. Verdammt. Volle Schuss, ich meine volle Medikits. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach da. Sag mir das doch. So. Zumindest einer ist es noch. Hinten irgendwo. Na, komm raus! Junge! Ach, da kommt er auf mich zu. Ich bin fast tot, aber ich hab's noch gesehen und mir schnell noch Energie genommen. Ach, jetzt habe ich richtig wenig, nur noch 6 Medikits, ey. Ich muss echt aufpassen. Weil wenn man einmal keine Medikits mehr hat und dann keine mehr findet, dann ist es richtig pervers schwer. Vor allem, wenn man das dann überspeichert hat. Oh mein Gott, er hat diese krasse Waffe. Glück gehabt, dass mich da nicht getroffen hat. Ja, wenn man sich da überspeichert hat und dann halt keine Medikits mehr findet, dann muss man halt... Ja, teilweise dann... Ich weiß nicht, was man da machen muss. Wenn man keine Medikits mehr hat, fast tot ist, dann muss man einfach so vorsichtig weiterspielen und darf halt keinen Schaden mehr nehmen und muss hoffen, dass man schnell wieder eins findet und sich wieder hocharbeitet, weil... Naja, ihr wisst warum, wenn man sonst tot ist und das Spiel nicht weiterspielen kann. So, Munition für unsere Lieblings... Nee, Lieblingswaffe ist es nicht, aber eine relativ mächtige Waffe. Wo müssen wir denn rein? Müssen wir hier rein? Sieht fast so aus, oder? Na, dann gehen wir erstmal hier rüber und holen uns Spritzen ab oder was auch immer da drin geben wird. Ah, nochmal die Waffe. Also ich weiß nicht, aber wenn man so oft diese Waffe jetzt findet oder die Munition dafür, dann riecht es echt nach Endkampf. Schauen wir mal. Granaten. 2 Medikits plus Weste. Also ich sag ja, ich kann es noch wiederholen, Endkampf. Das ist aber genau das Richtige. Hier geht es zumindest schon mal nicht weiter. Das war also eine gute Wahl, hier erstmal reinzugehen. Und jetzt auf ins nächste Gebäude darüber und ja, gucken, ob wir jetzt wirklich zum Endkampf kommen. Also ein bisschen kann ich mich noch ans Ende erinnern. Man hat vor allem ein schönes Outro. Okay, okay, okay. Schöner heller Raum. Aber auch groß, für viele Personen geeignet, die sich hier drinnen... Oh fuck, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Also es ist komplett schwarz, bei mir aber auch. Hier oben ist noch ein bisschen Licht. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, das Licht anzumachen. Wenn die jetzt hier gleich irgendwo sind. Ich hoffe mal, dass ich die jetzt gleich sehe. Fuck, wieso seht denn die mich im Dunkeln? Ist ja echt stockdunkel, oder? Warum sehen die mich da? Die haben bestimmt auf ihrem hässlichen Helm hier Wärme oder Bild oder sowas an. So. Ich werde erstmal meine Lampe aufladen lassen, weil jetzt brauche ich ja echt Licht. Ich sehe ja gar nichts. Ich wusste doch, dass hier noch einer ist. Oh, der trifft mich aber ziemlich gut. Schön an die Wand gepinnt. Den Kollegen hier mit seinem... Ey, warum nehme ich nicht einfach so einen Helm ab? Setz den auf. Dann habe ich auch Nachtsicht. Ah, da fällt mir gerade ein. Moment. Muss ich husten. Da fällt mir gerade ein. Habe ich nicht auch irgendwie so einen Helm auf oder sowas? Müsste ich nicht auch cooles Nachtsichtgerät integriert haben? Sieht nicht so aus, ne? Ist eigentlich gemein, dass die so gut ausgestattet sind. Und ich so schlecht. Okay, ich bin natürlich auch der totale Überkämpfer, wie man sieht. Das wäre dann vielleicht total unfair den gegenüber, wenn ich jetzt auch noch die gleiche Ausstattung wie die hätte. Wie die hätten! Wie die habe! Hätte! Ah, Licht wieder anmachen. Na also, ist doch direkt viel freundlicher. Dann geht auch direkt die Musik aus. Weil jetzt ist alles hell und nichts mehr gefährlich. Ist das da drüben jemand? Ich glaube, oder? Tatsache. Da ist direkt noch einer. Aber krass, dass sie mich nicht gesehen haben, oder? Ich stand doch so da hier. Hm, komisch. Sonst sehen die eigentlich da immer. Aber was soll's? Ich will mich nicht beschweren. Ich meine, es ist doch so schon schwer genug. Vor allem, wenn ich wie heute wie... Damn! Das liegt vielleicht daran, dass er sich dauernd unsichtbar macht, verdammt. Der löst sich immer auf, direkt vor meinen Augen. Was soll ich da machen? Ist das von da, wo wir gekommen sind? Ja, oder? Oder? Nee.
Nö, oder? Ich weiß es nicht. Werden wir schon herausfinden. So, Munition brauchen wir nicht. Haben wir alles voll. Gibt's hier noch irgendwas? Schöne Weste. Das war's. Also müssen wir wohl doch da runter, oder was? Sieht so aus. Aber wollen wir mal runtergehen. Ah, okay. Paxton Fettel has entered the executive building. Okay. Nebengebäude oder was? His most likely target is Harlan Wade or his daughter Alice. Okay. Er sucht also Harlan Wade oder die Tochter Alice und will sie, weiß ich nicht, misshandeln, umbringen, irgendwas. Und ja, man geht davon aus, dass sehr viele Replika-Soldaten anwesend sein werden. Vier möchte Harlan und Alice Wade finden und diese evakuieren. Und ja, wir müssen auf jeden Fall ganz, ganz vorsichtig sein, wenn wir in so ein Gebäude reingehen. Danke, dass er mir das nochmal gesagt hat. Ich wollte eigentlich mit Pistole in der Hand und in die Luft schießend hineinrennen und sagen, bringt mir was zu trinken, ich habe Durst. So, Intervall 07. Wahrscheinlich gibt es 10 Intervalls, oder? Ready Action. Schön, dass man die Tür aufmachen kann, aber nicht weiterkommt. Oh, ich dachte schon, hätte da oben jemand gesehen. Locate Alice Wade's Office. Sehr, sehr gerne. Was sagt die Zeit? Oh, ein paar Minuten haben wir noch. Geht's hier rein? Oh, ich dachte, es wäre gerade auf Online gesprungen, aber nein, es ist immer noch offline. Na gut, dann müssen wir wohl hier drüben rein, oder? Durchs Fenster. Hier haben wir erstmal noch einen Laptop. Das war's schon, oder was? Mehr Informationen bekomme ich nicht, oder wie? Aha. Hier gibt's nichts. Jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich hier lang. Oder ich gehe hier lang. Okay, aber die Wege führen zusammen, von daher ist es egal. Wieder mal kaputt, oder was? Da scheine ich auf jeden Fall irgendwann rein zu müssen. Schauen wir mal. Also wir müssen jetzt irgendwie das Bürogebäude von Alice Wade finden. Das soll aber nicht so schwer sein, weil es gibt ja eigentlich immer nur einen Weg, den man gehen kann. Oh, zitterige Indifferenzen. Kommt jetzt wieder irgendwo jemand Böses, der mich erschreckt? Nee, wie es aussieht, nicht. Oder doch? Hier drauf vielleicht? Ja, genau. Guck das an, Herr Operative. Genau das. Die lösen dich dann einfach immer wieder auf. Das ist das Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Deswegen kann ich den nicht eliminieren, einfangen oder sonstiges. Naja. Was soll's. So, ich hab doch gewusst, dass ich hier rein muss. Na also. Was? Hab doch gerade was gehört. Oho. Welch Zufall, dass ein Fahrstuhl mal aufgeht und ich ihn verwenden kann und nicht ja, mich durch Kellerräume und Treppen kämpfen muss. Aber ich werde hier mal schon mal einen Platz nehmen, dass ich... Hallo? Hey, hey, hey! Macht jetzt mal keine Scheiße, Jungs! Fuck! Warum ist es denn wieder so dunkel, ey? Scheint aber niemand zu sein. Sicher? 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 Aber das Spiel wäre bestimmt auch richtig geil, wenn man das in einem kooperativen Modus spielen kann, also mit jemand anderes zusammen. Das könnte ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen. Vielleicht sollten sie mal 4-3 rausbringen und das einbauen. Beziehungsweise generell so mit anderen Leuten zusammen wäre bestimmt ganz cool. Ich gehe erstmal hier lang. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier gibt es auf jeden Fall mal wieder einen Laptop. Hören Sie sich das an. Marshall Destra, Bill Moody und Aldous Bishop haben alle in einer Arbeitsgruppe gearbeitet. Die anderen Mitglieder sind Ian Hives, Alice Wade, und Charles Hebecker. Aber Harlan Wade zieht die Stritten. Das heißt wohl, dass sich Vettel die Nahrungskette hocharbeitet. Aha. Das ist die Frage, führen die Wege wieder zusammen oder wo muss ich hier lang? Schauen wir mal, dass die Wege wieder zusammenführen. Ich will ja schließlich nichts verpassen. Okay, wir hören mal den Anrufbeantworter ab. Gang gesetzt, das ich weder erklären noch stoppen kann.
hoffentlich ist sie zufrieden. Ende der Nachricht. Habt ihr's gehört? Die Schlampe geht einfach nicht ans Telefon rein. Was ist denn da los mit der Schlampe? Was ist denn da los? Ja, mache ich auch so. Wenn irgendeine Frau nicht das tut, was ich will, dann beleidige ich sie direkt als Schlampe. Was ist denn los mit der Schlampe, Mann? Was ist denn da? Hat die nicht gelernt, oder? Ich glaube, ja, gut. Die Wege führen zusammen. Genau das wollte ich rausfinden. War ich hier schon drin? Bin mir gerade unsicher. Wie komme ich in den Raum da rein? Ah, okay. Hier war ich zwar noch nicht drin, aber das wäre auch nicht notwendig gewesen, weil drin gibt es überhaupt gar nichts. Aha. Dann weiter im Text. Auf jeden Fall wieder so eine leise, langsam verrückt machende Hintergrundmusik. Das gefällt mir sehr gut. Oder um es mit einem Zitat zu sagen, diese Musik macht mich verrückt, aber im positiven Sinne. Was ist denn hier los? Egal, wo Randale oder was, war das etwas, das Office von Alice Wade? Könnte sogar sein, oder? Hier ist so ein Bild. Hören wir mal. Okay, wir müssen jetzt also das Büro vom Fadi suchen, aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, ne Mäusels? Also dann, euer Paxis, bis zum nächsten Mal, tschö tschö!